So, wir machen heute mal eine Nachtfahrt. Kartenverkauf an. So, dann kann die Fahrt eine Stunde beginnen. Ich brauche eine Fahrkarte. Die möchte eine Fahrkarte haben. Das heißt, die Woche, Senioren, eine kein Wechselgeld. So. Was? Ach so, hier. Fahrkarte kontrollieren. Na klar. Hier, bitte. Das Wichtigste beim Rausfahren ist immer Blinker zu setzen. Es kommt keiner, dann kann man hier losfahren. Nächster Halt, Stockerplatz. So, jetzt ein bisschen runter. Was ist das eigentlich? Ist so wie beim Busfahren. Du brauchst eine Fahrkarte, um fahren zu dürfen. Und hier müssen wir jetzt ein bisschen langsamer werden. 30 Stundenkilometer bis ich buckel. Mal aus. Und auf jeden Fall. Das ist echt nicht mein Wetter. Normaler Bussimulator. Ja, ich muss dazu sagen, das Spiel gefällt mir gut. Von der Grafik her, ja, ist nicht so schlecht. Ich muss eins dazu sagen. Was man hätte ändern können, wäre, wenn man im Online-Modus geht, dass man dahin geht und das Spiel so bearbeiten tut, dass das Spiel nicht anfängt zu hakeln. Weil das einzigste Nachteil, den ich jetzt ganz ehrlich sagen kann, dem Simulator, das Spiel, wenn man das online zockt, fängt an zu haken. Das passiert auch hier im Offline-Modus, schreit hier auch nicht ab. Ist aber nicht so heftig wie im Online-Modus. Dazu muss man das wirklich jetzt sagen. Ja. Das hätte man wirklich ändern können. Aber das ist ja alleine nur an die Spielentwickler, wie das. Ich brauche eine Fahrkarte. Ich habe da keine Ahnung, wie das funktioniert. Und daher halte ich mich da raus. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Was halt eben die Spielentwickler meinen, machen zu müssen. Weil danke. Die meinen, die Spielentwickler, die müssen das nicht machen. Das ist alleine ihre Sache. Wir werden eine Fahrkarte kontrollieren. Na klar, hier, bitte. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Na klar, hier, bitte. Oh nein, ich habe sie verloren. So, und hier haben wir eine Schwarzfahrerin erwischt. Die muss eine Geldstrafe von 120 Euro zahlen. Für Schwarzfahren ist ziemlich teuer im Spiel. In der Realität sieht das natürlich anders aus. Aber wenn sie in der Realität das mal ändern würden, dass Schwarzfahren 200 Euro kostet, hier in Deutschland, dann wäre ich sofort dabei, denn die Unternehmen machen dadurch Minus, ja, und wälzen das am Endeffekt auf die Fahrgäste ab, die Fahrkarten zahlen.
ja, durch so welche asozialen Leute, die schwarz fahren. Was anderes ist das gar nicht. Ja. Und wenn sie sich kein Ticket leisten können, dann sollen sie arbeiten. Nächster Halt, Zellermann Forschungszentrum. Ganz einfach. Jeder normale Mensch kann arbeiten gehen, ja, die Firmen, da ich jetzt mal, die müssen ja, gehen ja auch arbeiten, die bieten ja eine Dienstleistung an. So, und dann kann man ja mindestens verlangen, dass sie dafür für die Dienstleistung bezahlen. Eine Fahrkarte bitte. Ist ja genauso wie Schwimmen, dann musst du ja auch eintreten. Tja, ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Deswegen. Das ärgert mich wirklich. Da geht hier ein normaler Mensch hin, der zahlt für die Fahrkarten. Und entweder bezahlt dafür keiner. Ja, außer die Leute, die dann für umsonst arbeiten. Und das ist ja nicht gerechtfertigt, dass Leute für umsonst arbeiten müssen. Nächster Halt, Astra Promenade. Deswegen finde ich schon, dass man, wenn man Bus, Straßenbahn oder Zug fährt, ja, dass man sich dafür eine Fahrkarte kauft, weil die Leute arbeiten für ihr Geld, wie normale Menschen. Und die Leute, die meinen, nicht dafür bezahlen zu müssen, ja, die Abschaum und richtige asoziale Schweine. Was anderes ist das gar nicht mehr für mich. Ganz ehrlich.